Der Kampf geht weiter. Als John Orion und seine Freunde einen Hilferuf aus dem benachbarten Terestan-Sonnensystem erhielten, machten sie sich auf in eine furchtbare Katastrophe. Ihre Mission führte sie geradewegs in einen unvorstellbaren Konflikt einer noch unbekannten Bedrohung. Lerne in diesem Buch den Orden des Zodiac kennen und begleite ihren riskanten Versuch, die boshafte Regierung von Vulkat zu stürzen. Tauche dabei in das kosmische Gleichgewicht ein und erfahre mehr über die Strukturen des Universums. John Orion, Band 4 und Band 5 sind ab jetzt erhältlich. Pelletier Verlag. Schön, dass es dich gibt. Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Danny und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem neuen Video. Und Mann, ich finde diesen Trailer einfach mega. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie euch dieser Trailer gefallen hat. Vielen herzlichen Dank natürlich auch an Franz, der seine Stimme uns geliehen hat, um ja in dieses neue Thema einzuleiten. Denn heute werde ich euch 3 Bücher vorstellen, worüber ich mich richtig freue. Die John Orion Saga ist ja quasi so mein größtes Buchprojekt, an dem ich schreibe, seitdem ich 15 Jahre alt bin. Und durch die Erfüllung des Pelletier Verlags habe ich mir auch meinen Kindheitstraum erfüllt, nämlich die John Orion Saga zu verlegen. Und das fing 2019 mit Buch 1 Exil an und zog sich bis letztes Jahr mit Band 3. Und ich freue mich mega, euch heute verkünden zu dürfen, dass die John Orion Saga mit Band 4 und Band 5 weitergeht. Das heißt also, ihr habt die Möglichkeit, den 4. und den 5. Band heute euch zu bestellen. Es ist fertig. Ja, ihr merkt, ich bin immer so nervös, wenn ich so ein Video mache, denn für mich ist das was ganz Besonderes. Die John Orion Saga ist halt einfach eine für mich so tolle Geschichte, die einfach ja in ferne Welten einen Schriftsteller hineinbringt und natürlich auch die Leser, nämlich euch. Und wenn du jetzt sagst, okay, das interessiert mich schon, ich hätte auch ganz gern Band 4 und Band 5, aber müsste ich mir jetzt alle Bänder einzeln kaufen, jetzt habe ich etwas ganz Besonderes für euch. Und das ist eigentlich, ich bin darauf wirklich stolz, das ist nämlich die Trilogie, die Kosmologie der Sterne als Hardcover-Buch. Schaut mal, wie schön das verarbeitet ist. Als Hardcover-Buch. Hier sind alle 3 Bände drin. Also quasi von Band 1 bis Band 3. Und dann habt ihr hier die Möglichkeit, mit Band 4 und Band 5 die Geschichte komplett zu erleben. Und diese Ausgabe, ihr seht das schon, das ist etwas ganz Besonderes. Und da zeige ich euch mal allein, wie ich Wert drauf gelegt habe auf die inneren Konzepte. Zeichnungen. Das ist quasi jetzt das Layout für innen mit einem Inhaltsverzeichnis. Also ihr seht, hier steckt wirklich viel Liebe drin. Traditionell ich in alt, weil es ja Bücher sind, die in der Zukunft spielen. Deswegen bin ich immer dabei, diese Bücher oder mich als alten Mann darzustellen, weil ich öfter mal gefragt werde, warum das denn so ist. Für euch zur Information, diese Bücher sind hier unter diesem Video verlinkt. Und ab einem Mindestbestellwert von 30 Euro ist das auch versandkostenfrei. Hier in diesem Fall, wenn ihr euch dieses Hardcover-Buch zum Beispiel kauft mit den Büchern zusammen, ist das natürlich auch versandkostenfrei. Wir gehen jetzt auch gleich mal auf die Sets, aber zuvor noch ganz kurz zu John Orion. Ich habe euch ja schon gesagt, dass John Orion eine Geschichte ist, die ich geschrieben habe oder angefangen zu schreiben habe, als ich 15 war, zwischen 15 und 16, als mein Vater damals verstorben ist und ich noch nie in meinem Leben irgendwas geschrieben habe, habe ich angefangen mit dieser Geschichte, um mich einfach von meinem damaligen Schmerz abzulenken. Und ich habe damals ein Computer-Browser-Game gespielt, das nannte sich nicht O-Game, sondern die Alternative dazu. Und das hat mich damals sehr inspiriert, diese Sternensaga zu konstruieren. Und diese Sternensaga hat auf den Tag heute über 15 Bände und lange lagen die Manuskripte zu den Büchern in meinen Schubladen und ich habe diese ganze Serie nie ausgebaut, denn ihr wisst es selbst, ein Buch herauszubringen, das ist wirklich nicht so einfach. Und erst mit dem Aufbau des Pelletier Verlags habe ich 2019 mir meinen eigenen Wunsch erfüllt und diese kosmische Sternensaga
euch nach Hause gebracht. Es ist ein Science-Fiction-Krimi, wobei es erinnert nicht an Star Wars oder Star Trek. Es ist schon sehr Fantasy-lastig für alle, die jetzt mehr auf Fantasy stehen. Es ist Tatsache Fantasy, die in der Zukunft spielt, total abgefahren. Ich habe so viele positive Nachrichten zu John Orion bekommen und ich glaube, dass das genau das Richtige für euch ist. Hier unter diesem Video ist der Link, da kommt ihr dann direkt auf meine Homepage und da seht ihr dann auch die verschiedenen Angebote und die stelle ich euch jetzt einmal vor. Traditionell nehme ich hierfür mein iPad und ihr seht schon hier oben dieses Banner, der Pelletier Verlag, der versucht ja immer aktuell zu bleiben und hier ist dieses Banner in John Orion umgemünzt und ihr geht hier einfach links aufs Reiter und dann auf Sternensaga und da ist die neue Homepage zu John Orion. Und hier seht ihr schon wieder ein tolles Bild, den ich in alt. Ich finde das immer ein bisschen creepy, aber es gehört einfach dazu. Und das macht diese ganze Geschichte auch nochmal so ein bisschen für mich persönlich sehr, sehr nostalgisch. Ihr könnt jetzt hier ein bisschen hinunter scrollen und hier seht ihr schon das erste große Zelt. Das ist wirklich für die Zuschauer, die jetzt ein bisschen Geld sparen wollen, die aber John Orion noch nie irgendwie gelesen haben. Luki ist auch mit dabei. Ihr seht hier das Hardcover-Buch, ihr seht Band 4, Band 5. Ein richtig cooles Lesezeichen, ein wirklich sehr, sehr schweres Lesezeichen, ein Messing-Lesezeichen als Phönixfeder und einen Siegelbrief. Da komme ich noch zu. Das ist das große Z. Hier ist es ganz wichtig, die Rabatte sind nicht auf den Büchern, das geht nämlich nicht, sondern die Rabatte sind hier auf dem Siegelbrief bzw. auf den Lesezeichen, da könnt ihr ein paar Euros sparen. Luki, du crasht ein bisschen mein Video. Rechts daneben habt ihr schon die Hardcover-Ausgabe, wenn ihr jetzt erstmal sagt, na, ich will nur die Hardcover-Ausgabe mir erstmal bestellen, die habt ihr hier, die Kosmologie der Sterne, auf dem Buchrücken steht Band 1 bis 3, für euch zur Information. Darunter habt ihr denn Band 4 und Band 5. Ganz kurz zusammengefasst, worum geht es in Band 4? Habt ihr auch schon im Trailer gehört. Als John Orion und seine Freunde einen Hilferuf aus dem benachbarten Terestan-Sonnensystem erhielten, machten sie sich auf in eine furchtbare Katastrophe. Ihre Mission führte sie geradewegs in einen unvorstellbaren Konflikt einer noch unbekannten Bedrohung. Das ist Band 4 und ich lese euch auch Band 5 vor. Nachdem John Orion und seine Freunde die verbotene Welt Pangea erreicht hatten, wurden sie Zeuge einer kosmischen Revolution. Gemeinsam reisen sie durch diese sonderbare Welt, um Hinweise über das Verschwinden der Obrigkeit herauszufinden. Da gehe ich gleich drauf ein, erkläre euch gleich, um was es in den Büchern geht. Und wenn ihr noch weiter nach unten scrollt, seht ihr hier einmal das Lesezeichen. Das kann man natürlich auch für einen kleinen Preis erwerben. Und falls ihr es gesehen habt, auch die einzelnen Bücher sind 1 Euro günstiger geworden als die anderen John Orion Teile. Das liegt einfach daran, dass der Verlag natürlich auch wächst und ich da hier über solche kleinen Sachen vielleicht auch was zurückgeben kann. Das letzte, was ich euch unbedingt empfehlen möchte, ist der Siegelbrief Akte das Dim Empire. Für die John Orion Hardcore Fans, die werden das mitbekommen haben, dass sich über die gesamte Story hinweg es sich immer ein Feindbild einmischt, es ist immer irgendwie da und das nennt sich das Dim Empire. Und hier geht es um Imperatoren und dem Dim Lord. Man weiß nicht so richtig, was das für eine Bedrohung ist. Man weiß nur, dass dieses Imperium, dass dieses Dim Empire irgendwie etwas mit den ganzen merkwürdigen Geschehnissen im Kuvertursonnensystem zu tun haben. Und hier hat man jetzt endlich einen kleine geheime Information über das Dim Empire. Was ich nur dazu sagen möchte ist, das Dim Empire, das wird die gesamte Geschichte so heftig beeinflussen. Vielleicht nicht heute, aber ihr wisst, es gibt viele Bände zu John Orion. Zu den eigentlichen Büchern. Fangen wir mal mit John Orion Zodiac an, dem vierten Band. Das ist Tatsache ein Prolog. Und das steht da auch, Prolog zu Pangea. Es ist quasi die gesamte Vorgeschichte zu Band 5. Es ist ganz, ganz wichtig, dass man bei John Orion weiß, dass es sehr viele Charaktere gibt. Alle haben unterschiedliche Aufgaben und um diese Charaktere besser verstehen zu können, habe ich ein wirklich komplettes Buch schreiben wollen, was diesen ganzen Prozess zum Pangea-Zyklus, das ist quasi dieser Zyklus, von dem ich hier spreche, vorbereitet. John Orion bekommt einen Hilferuf aus einem benachbarten Sonnensystem, das Terestan-Sonnensystem, und muss sich mit seinen Freunden bzw. mit seinen Regierungskollegen auf den Weg in das Terestan-Sonnensystem machen. Und diese Reise, die dauert natürlich ein bisschen. Wir haben ja im Universum immer große kosmische Abstände und diese Zeit wird überbrückt, während er reist in einem Raumschiff.
mit einem Prolog, wo der Leser schon quasi in die Welt des Teresan-Sonnensystems eintaucht, die ersten Charaktere kennenlernt, eine geheime Organisation kennenlernt, die Machtstrukturen kennenlernt und dann relativ schnell einen sehr, sehr großen Konflikt gerät. Das baut quasi alles zum fünften Buch auf, nämlich John Orion, das Licht von Pangea. Und da geht es tatsächlich um eine Welt, die anders als Planeten eine schwebende, flache Welt ist. Das ist die Welt Pangea. Eine verbotene Welt, über die man nicht sprechen darf. Aber wer Teil 1 bis 3 kennt, weiß, dass das gesamte Universum von einer Figur gelenkt wird. Und das seht ihr hier hinter mir, Saurak Eridanus. Und der ist verschwunden. Und dadurch gibt es verschiedene Machtumstürzungen in der kosmischen Regierung, also quasi nichts, was mit Menschen zu tun hat, sondern mit dem großen Über. Und diese Umstürzung, sage ich mal, die bedrängt John Orion und seine Freunde ziemlich. Und um dieses zu verhindern und vermutlich auch die gesamte Auslöschung des gesamten Universums, muss John Orion die Obrigkeit finden. Und das vermutlich in Pangea, Freunde. Ich weiß, was ihr denkt. Es ist so abgefahren. Man blickt da erstmal gar nicht dahinter. Das ist Tatsache wirklich, und das habe ich auch mit meiner Lektorin besprochen, das ist erstmal eine dicke Schippe. Die muss man schlucken, weil das halt einfach wirklich sehr, sehr viele Charaktere sind. Aber auf der anderen Seite, und das habt ihr mir schon bestätigt, wenn man sich darauf eingelassen hat, auf diese Reise in die Sterne, dann merkt man relativ schnell, wie sehr ein dieses Buch ablenken kann, wie sehr dieses Buch einen dazu bringen kann, dass man träumt, dass man einfach die Erde verlässt und seinen Geist freilässt. Und ich glaube, und ihr macht mir damit auch eine riesengroße Freude, wenn ihr euch für diese Buchreihe entscheidet, egal ob ihr mit Buch 4 anfangt, ob ihr die Trilogie euch bestellt oder ob ihr euch das Set mit diesem tollen Lesezeichen bestellt, das ist euch selbst natürlich völlig überlassen. Ich freue mich über jede Bestellung. Sie ist wichtig einfach für meinen Job, für meinen Plätier-Verlag, denn das ist mein Job. Und ja, ich freue mich mega, wie sich John Orion einfach entwickelt hat. Diese ganze Geschichte drumherum, die ist so groß und sie wird noch viel, viel größer. Und ich sag euch eins, 2023 ist ein Jahr, was im Zeichen von John Orion stehen wird. Und wenn ihr meine Bücher mögt, wenn ihr meine Arbeit wertschätzt und wenn ihr das, was ich hier mache, gut findet, dann würde ich euch bitten, mit John Orion euch in das Thema einzulesen, um denn für 2023 gewappnet zu sein. Weil da wird es richtig krass, Freunde. Ich werde mich jetzt verabschieden. Vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank für das Schauen. Und wenn dir das Video gefallen hat, beziehungsweise auch der Trailer, gib diesem Video einen Daumen, da würde ich mich richtig drüber freuen. Ich sage tschüss, wünsche euch einen schönen Sonntag und verabschiede mich. Alles Liebe euch, tschüss.